Es ging hoch her heute in Offenbach. Buchvorstellung unter Polizeischutz. Der islamkritische Shadi Khan stellte zum zweiten Mal ein Buch vor, das Moslems provoziert. Titel: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Einer seiner Gegner hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Polizei war gefordert. Eigentlich wollten wir einen Islamismus-Experten interviewen. Doch dann das abrupte Ende einer Buchvorstellung. Heute auf dem Marktplatz in Offenbach. Said Khan stellt sein neues Buch »Der Islam gehört nicht zu Deutschland« vor. Auf dem Markt gibt's das Buch übrigens noch nicht. Um für Aggressionen zu sorgen, reicht's. Denn bereits mit einem anderen Buch hat er Moslems provoziert. Said Khan ist Autor und selbsternannter Prophet. Seiner Meinung nach warnt er Menschen vor dem, was in der Zukunft passieren wird. Ich habe auch eine Botschaft, der 2021 ist spät in Deutschland und Salafis. Die kamen so weit in Majority, dass es ist sehr schwer so dem stoppen. Das neue Buch und seine Prophezeiungen sind nicht nur eine weitere Provokation für Moslems, sondern vor allem ein weiteres Kapitel im Glaubensstreit zwischen Khan und seinem Kontrahenten Stefan Nagy. Der in Deutschland geborene Moslem versuchte bereits in der Vergangenheit, ein Buch von Khan verbieten zu lassen. Nagy konnten wir nur in Frankfurt treffen. Für Offenbach hatte er für die Dauer der Buchvorstellung heute Platzverbot. Der Vorwurf der Polizei, er habe zu Gewalt aufgerufen. Er dementiert, das Problem sei Khan. Ich sehe auch die Gefahr, definitiv die Gefahr, die von Herrn Khan ausgeht und seinen Büchern. Er hetzt Deutsche auf, gegen Muslime Schritte zu unternehmen. Doch Nagy verfolgt noch andere Ziele, als die Welt vor Khan zu schützen. Er will mehr Dialog. Dazu möchte ich in Zukunft eine Universität bauen, die größte islamische Universität Europas, südlich von München. Südlich von München? Südlich von München, so mit Alpenblick, habe ich mir gedacht. Auch wenn es nicht so aussieht, Khan und Nagy profitieren voneinander. Der eine will Bücher verkaufen, der andere eine Universität bauen. Beide brauchen Publikum, Käufer, Unterstützer. Und die bekommen sie jeweils auf Kosten des anderen. Und genau da wird es dann gefährlich. Diese eine Stunde hat ja hier gezeigt, dass die Aggression sehr schnell hochkocht. Und in dem Moment, wo die Aggression nicht mehr zu kontrollieren ist, nicht, kann es sehr gefährlich werden. Da reichen zwei Brandstifter? Ja. Ein Ergebnis der vermeintlichen Buchvorstellung: einige Verhaftungen wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Beleidigung. Immerhin gab es keine Verletzten. Verlassen Sie bitte diesen Platz! Diese Veranstaltung hätte es gar nicht jetzt. Ein anderes Ergebnis ist allerdings, dass zwei Leute mit häufig nicht ganz nachvollziehbaren Zielen ihren Teil zu solchen Bildern beitragen.